Und zu meiner Linken in Vertretung unseres Trainers Andreas Augenstein, der beruflich verhindert ist, unser neuer sportlicher Leiter Effel Weber. Herzlich willkommen. Zunächst zu unserem Gast, Laura Marit. Ich denke, Sie stimmen mir zu, dass der Sieg verdient ist, aufgrund der klaren Torschüsse, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit. Ja, erstmal guten Tag zusammen. Ich denke mal, da haben Sie vollkommen recht. Sieg geht voll in Ordnung. Am Anfang haben wir sicherlich ein bisschen Probleme gehabt. Die ersten 20 Minuten konnten uns auch nicht irgendwie richtig auch durchsetzen. War auch schwierig. Ja. Sehr windiger, Gegner hat es auch gut verteidigt. Ja. Wir haben auch nicht so gute Möglichkeiten draus spielen können, aber denke ich mal, so ab der 25. sind wir dann immer besser ins Spiel gekommen. Sind wir auch zwei, dreimal sehr gut im Rücken der Abwehr gekommen. Ja. Der letzte Pass hat gefehlt. Einmal der Manuel stark, einmal Benne auf dem Tefi, glaube ich, war es, wo er knapp zu spät kommt. Dann haben wir eine gute Kopfballmöglichkeit gehabt von Damian. Ja. Machen das 1-0 nicht. Ja. Spielberg, denke ich mal, gar keine große Möglichkeit, glaube ich, ein Kopfball nach 5 Minuten, da wo ein Meter übers Tor geht. Das war die einzige Möglichkeit von Spielberg. Ja. Ich habe den Jungs auch in der Halbzeit gesagt, ja, wir müssen versuchen, geduldig zu bleiben, die Nerven nicht verlieren, ja, nicht denken an das Spiel in Friedrichshafen, sondern versuchen, ja, noch mehr Gefahr zu erstrahlen, ja, uns besser vorne durchzusetzen. Sicherlich haben wir Glück gehabt vom 1-0, der Pfostenschuss. Aber da machen wir einen riesen Fehler hinten im Spielaufbau. Das darf uns eigentlich nicht passieren. Ja. Wenn man den 1-0 bekommt, dann wäre es sicherlich schwierig geworden. Zum Glück machen wir es danach. Das 1-0 aus meiner Sicht wunderschön rausgespielt. Der Benne ruhig geblieben. Das, was ich mir immer wieder oder öfters wünsche, dass man vorm Tor ruhiger bleiben. Das macht er wirklich sehr, sehr gut. Und dann denke ich mal nach dem 1-0. Ja. Weil wenn man dann noch mehr Ruhe bekommt, noch mehr Sicherheit, dann Spielberg immer wieder versucht auch nach vorne zu spielen, wenn man oft Möglichkeit geschafft, Überzahl auszuspielen, machen wir es nicht so gut, das 2-0 machen wir dann auch aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Der Umut setzt sich wirklich sehr, sehr gut, der Benne nimmt zum Glück den Ball nicht, sonst wäre es abseits gewesen, dann bleibt er ruhig vom Tor, machen wir das 2-0. Und danach haben wir es, denke ich mal, wirklich sehr gut kontrolliert, was uns vielleicht auch gefehlt hat, vielleicht, dass wir dann das Spiel sagen, okay, jetzt legen wir nochmal ein, zwei Tore nach. Das haben wir nicht so gut gemacht, haben wir vielleicht ein paar Möglichkeiten gehabt und Kopfballtreffer vom Mauro an die Latte. Müsste man der Kopfball, Janik, eine gute Kopfballmöglichkeit, da können wir vielleicht noch das dritte oder das vierte Tor machen. Aber ich bin wirklich insgesamt zufrieden. Ja. War nicht einfach hier zu spielen. War sehr, sehr windig. Ja. Und, aber trotzdem denke ich mal, Kompliment an meine Jungs. Ja. Nach der Enttäuschung von letzter Woche haben wir es heute besser gemacht und verdient auch gewonnen. Und ja, jetzt können wir uns wirklich freuen auf ein super Spiel gegen Reutlingen zu Hause. Ich hoffe, dass sehr viele Zuschauer in den Friedensclub kommen und die Mannschaft unterstützen. Und jetzt haben wir nichts zu verlieren. Ne? Wir sind dran, wir haben ein paar Punkte gut gemacht an einige Mannschaften. Sind sehr gut in die Rückrunde gestartet. Ja? Trotz der Enttäuschung letzte Woche, aber wie schon gesagt, da bin ich ruhig geblieben. Ich habe die Jungs auch gesagt, es gibt solche Spiele. Das Wichtige war, dass wir heute nachlegen konnten und das war sehr gut. Und deswegen bin ich auch sehr zufrieden. Vielen Dank. Effel Weber in der neuen Funktion hier gleich und dann eine Niederlage kommentieren müssen. Ist nicht ganz einfach, die Premiere, oder? Ja gut, also natürlich wünscht man sich eine schönere Premiere, das ist ganz klar. Zunächst Glückwunsch an Villingen für, ich denke mal, den hochverdienten Sieg. Wenn man die ersten 30 Minuten sieht, da waren wir eigentlich recht ordentlich im Spiel, haben zwar keine große Torschance gehabt, aber haben auch nicht viel zugelassen. Haben den Gegner Paroli geboten. Ab der 30. sind wir immer tiefer gestanden, immer mehr in die eigene Hälfte gedrängt worden. Man hat gemerkt, wie Villingen schon in der ersten Halbzeit zwei gute Torschancen hatte, als sie von der linken Seite flach reingespielt haben. Spätestens mit Beginn der zweiten Halbzeit, der sehr gute Chance gleich zu Beginn dieser Halbzeit, hat man gemerkt, dass Villingen immer mehr Oberwasser bekommt, immer deutlichere Torschancen bekommt und folgerichtig fiel dann über das 1-0 und das 2-0. Ja, mir selber hatte natürlich die Torchance von der rechten Seite mit dem linken Fuß an den Pfosten. Aber ich denke, wenn man das Spiel insgesamt sieht, geht der Sieg für Villingen in Ordnung. Danke, Effel.
Wobei man sagen muss, innerhalb von ganz wenigen Minuten ist das Spiel gekippt. Pfostenschuss, Gegentor, rote Karte. Ja, natürlich, innerhalb kurzer Zeit sind jetzt diese Eckpunkte, die du schon genannt hattest. Aber es gibt ja so eine gewisse Entwicklung im Spiel und diese Entwicklung war eben ab der 30. Minute, wo man immer gemerkt hat, dass Villingen immer mehr Oberwasser bekommt. Natürlich, wenn wir das 1-0 machen, dann gibt es natürlich auch nochmal Auftrieb für die eigene Mannschaft. Dann kommt vielleicht auch wieder noch mehr Selbstvertrauen, dann wird es für Villingen vielleicht auch noch ein bisschen schwerer. Und ich denke, dann wäre was möglich gewesen. Es kam leider nicht so und wir haben das Gegentor bekommen und dann die rote Karte. 60 Meter vorne zum eigenen Tor. Ja, da braucht man eigentlich, glaube ich, nichts dazu sagen. So ist es. Man sagt ja nicht umsonst, die Hoffnung stirbt zuletzt. Was gibt denn noch Hoffnung für die kommenden Spiele? Ich will gar nicht von Hoffnung sprechen, ich will von Einstellung sprechen, von Mentalität sprechen, von Charakter sprechen. Und wenn diese Dinge stimmen, dann gehe ich davon aus, dass jeder Spieler, jeder Verantwortliche, jeder Beteiligte alles dafür tun wird, bis überhaupt gar nichts mehr geht. Aber so lange erwarte ich es von jedem. Das sind wir jedem schuldig, der auf den Sportplatz kommt, die Mannschaft unterstützt. Jedem schuldig, der für die Mannschaft arbeitet. Und da ist es, wie gesagt, eine Charakterfrage, ob man bis zur letzten Sekunde alles Mögliche gibt für den Verein, für die Mannschaft. Und davon gehe ich aus, dass es die Spieler auch so auf den Platz bringen. Danke, Offenberg. Danke, Marisch. Wir wünschen Ihrer Mannschaft viel Erfolg in den kommenden Spielen und drücken die Hoffnung aus, dass Sie auch in der kommenden Saison wieder hier antreten müssen. Was soll ich Ihnen sagen? Wir werden sehen, auch wenn es windig ist hier. Okay, also alles Gute, gute Heimfahrt, schönes Wochenende. Vielen Dank, Effe. Das war die Pressekonferenz nach dem Spiel Spielberg gegen Villingen. Alles Gute, bis in 14 Tagen. Vielen Dank.